Geschmackssache. Geschmackssache. Ich habe nicht mal einen Kochtopf gefunden, um Essen zu kochen. Wie werden Sie denn heute das Weihnachtsfest verbringen? Beschissen. Was ist denn geplant heute? Na ja, nicht. Kaffee, Kuchen und Ruhe. Ich habe gesagt, raus. Ich sage, die bleiben hier drinnen nicht. Drecksviecher. Die Leute sind für mich hier. Abschaum. Ey, Jochensohn, du kleine Fotze, du hast mich nicht für umsonst abgezogen. Du wolltest jede Woche hierher kommen und Geld bringen. Was hast du gemacht? Nichts. Bei Jasmin hast du dir in der Wohnung rumgedreht. Hier ist noch nicht ein Cent angekommen. Und ich verschwöre dir eins, dass du eine Anzeige am Arsch bist. Da träumt der Führer von. Ihr davon gar nichts. Ja, man lebt ja wie so eine Fotze eigentlich, wenn man es mit sich machen lässt. Ich habe vier Kinder. Oh, ich habe Schubler in den Turm. Brause, Fanta. Fanta? Fanta, Kaffee und meine Zigarette. Ja? Ich habe mir gerade ein paar Sachen angeschaut, die mit Adrenochrom zu tun haben. Meine Nase ist zu, alles ist kaputt. Ey. Mach dein Arsch zu, mach dir aus meiner Leitung raus, du Birne. Ich will bloß noch den Kontakt halt zwecks die Kinder. Aber mit sie will ich nicht mehr zusammen, weil sie war mit einem Ausländer zusammen und soll angeblich schwanger sein von dem. Nee, da will und das ich, ist schlimm, weil es ein Ausländer ist oder wie weiß ich. Da will ich nicht mehr ran. Nein, da will ich nicht mehr ran. Ein weiteres Problem ist Normans ständiger Alkoholkonsum. Wie viel haben Sie heute schon getrunken? Das ist das Erste. Der saß man auf der Toilette mit der Schnapsbulle. Hallo Knossi, liebe Grüße von Karin aus Köthen. Die Säufer, die gehen mich am Arsch vorbei. Wenn ich das gewusst hätte, dass das so schlimm wird mit Saufen, wäre ich ja nicht mit der gezogen.